Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life Blue Shift. Wir haben hier die Wissenschaftler und wollen doch mal sehen, ob er uns nicht eine Tür öffnen kann. Sie scheinen wirklich jemand zu sein, dem man trauen kann. Natürlich. Nicht so wie Ihre Kollegen hinten am Eingang, als ich meine Schicht angefangen habe. Kommen Sie mal mit. Können Sie hier die Tür öffnen? Hier. Was ist das denn? Merkt, dass ich auf Easy spiele. Okay, ich habe noch eine Tür, die Sie vielleicht für mich öffnen können. Können Sie bitte mitkommen? Ich verarzte mich nur mal eben schnell, Dankeschön. Können Sie eben mitkommen und zwar hier. Nein, gehen Sie bitte dort nicht rein. Das ist, das sollten Sie nicht sehen. Kommen Sie bitte hier mit. Mitnehmen. Dazu muss ich auf den Tisch springen. Das ist ganz normale Sicherheitsprozedur, hier auf den Tisch zu springen. Machen Sie sich keine Gedanken. Kommen Sie mit. Ich habe auch alles völlig unter Kontrolle. So. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Sir, ich hatte gehofft, Sie können mir die Tür im oberen Stock öffnen. Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, ja, tue ich. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Nein, also öffnet er uns nicht die Tür. Gut, dann wissen Sie was. Gehen Sie vor. Kommen Sie doch gerade einfach wieder zurück. Wir gehen wieder zu Ihren Kollegen zurück, die alle nicht leben. So viel zum Thema auf die Kollegen warten. Da können Sie lang warten. Lassen Sie mich bitte allein. Wissenschaftler, ganz ehrlich. Ah. Entschuldigung. Ich hatte aus Versehen das Spiel deinstalliert und dadurch sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt worden. So eben schnell Quicksave und Quickload wieder auf die mir gewohnten Tasten F5 und F9 gelegt. So gut, dann schauen wir mal. Das war die Kistchen, so. Schauen wir mal, was hier ist. Ich habe das Gefühl, dass wir hier auch wieder geschossen werden. Ja, ja, ich will wieder rein. Dankeschön. Mist. Man glaubt es kaum. Ich hätte einfach warten sollen. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich im entscheidenden Moment nachladen. Das ist so wie mit dem Bus, wenn man an dem Moment, wo man von der zur nächsten Bushaltestelle läuft, kommt der Bus und man passt den da durch. So, der nächste. Und dann, abgesehen davon, dass mich die Nase juckt, schauen wir mal. Da ist noch einer. Jetzt haben sie übrigens die Funksprüche im Erhalten nicht übersetzt. Ich glaube tatsächlich, dass sie Half-Life 1 und Opposing Force in eine neuere Version gehoben haben. Und das hier nicht. Das heißt, das hier ist jetzt vom Spielerlebnis sozusagen näher an dem Original, wie ich es kenne. Ja, mit diesen roboterartigen, ja, Militärtypen. Wie gesagt, den Innereien, die eigentlich irgendwelche Robotersachen, also irgendwelche Federn und Zahnräder sind. Das ist genau das, wie ich es gewohnt war, damals aus Jugendschutzgründen. So, und ja, ich weiß, ich wiederhole das immer und immer wieder. Das war halt ein integraler Punkt, etwas, wo wir uns mit einer Kassettierische über lustig gemacht haben. Und tatsächlich war es sogar so. Eine
50 Kaliber Mounted Machine Gun. Ah, ich bin mir sicher, ich werde ihn noch brauchen. Ich will erstmal gucken, ob ich hier nicht irgendwelche Boni kriege. Wenn ich das kaputt mache. So. Und zwar war standardmäßig gar keine Innereien sozusagen da. Also ein bisschen so wie hier. Und man musste den Jugendschutz an- und wieder ausschalten. Und dann hat man quasi die Zahnräder gesehen. Weil per Default der Jugendschutz zwar ausgeschaltet war, aber effektiv war es so, als wäre er an. Ziemlich sicher, dass ich das noch brauchen werde. Aber schauen wir erstmal weiter. Nein, such die Tür nicht auf. Kann natürlich auch ein roter Hering sein. Oh ja, den Helm haben wir eben noch eingesammelt. Kann natürlich auch ein roter Hering sein. Das geht irgendwo anders weiter. Guck mal hier. Hier. Bin ich über die Granate richtig zugelaufen? Hallo? Kann mich jemand hören? Aha, hier sind noch mehr Wissenschaftler eingesperrt. Hier kann ich nicht. Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Kann mich jemand hören? Ich höre sie, aber ich krieg die Tür nicht auf. Hallo? Kann mich jemand hören? Dran. Da ist keine Tür. Hier auch nicht. So, ich versuche sie hier rauszuholen. Kann mich jemand hören? Aber ich denke, ein Wachmann dürfte wohl wissen. Hallo? Kann mich jemand hören? Weiter gehe ich nicht. Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Kann mich jemand hören? Also ich höre ihn, aber ich kann ihn nicht freilassen. Gucken wir mal, was hier in den Kisten ist erstmal. Hallo? Kann mich jemand hören? Ich bin mir sicher, dass ich etwas... Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Kann mich jemand hören? Oder das ist auch ein roter Hering. Ist das hier? Da geht's nicht durch. Da geht's nicht durch. Kann ich unten Hallo? Dran? Kann mich jemand hören? Nein. Das ist jetzt sehr komisch. Schauen wir mal, ob wir den Freund von hier nochmal hier durchkriegen. Der hat es nicht überlebt, wie ich schon gesagt habe. Also, dann los. Kommen Sie bitte mit. Vielleicht können Sie Ihren Freund befreien. Ich habe ein paar Wissenschaftler gefunden und ich kriege sie nicht raus. Vielleicht können sie mir helfen. Machen Sie sich keine Gedanken, das Militär habe ich schon aus dem Weg geräumt. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Sieht ihr das auch? Aber das ist ein Renderfehler. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln. Lassen Sie mich bitte allein. Der erinnert auf einmal seine Stimme. Nee, also der bewegt sich nur in einem bestimmten Bereich, scheinbar. Die hier irgendwie Hallo? Loswerden. Kann mich jemand hören? Diese Rollen hier. Ich bin mir sicher, dass ich die nicht zerhauen kann.
Also ist das doch die Lösung. So, und die nächste Rolle auch. Ah, jetzt ist das hier abgebrochen. Kein Problem, ich kann hier noch rauf. Das hier. Ich speichere nochmal, weil ich nicht weiß, ob ich das Ding überrollt, wenn ich jetzt zumache und dann nicht tatsächlich wegkomme. So. Hallo? Kann ich jemand hören? So. Sie sind frei. Sie sollten sich freuen. Nein, tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg, aber Sie werden mir doch trotzdem helfen, oder? Ja, wobei brauchen Sie die Hilfe? Ich bin direkt hinter Ihnen. Kommen Sie erstmal hier raus. Sie müssen doch nicht die ganze Zeit hier in diesem Frachtcontainer stehen. Sie sind doch keine Fracht. Können Sie mir vielleicht diese Tür hier öffnen? Nein, oder nicht. Und von alleine auf. Und das ist die Stelle, wo dieses hier gleich ist. Grummel, Grummel, Grummel. Nein, tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg, aber Sie werden mir doch trotzdem helfen, oder? Ja, also dann los. Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal... nicht. Das Ding ist so nutzlos wie sonst was. Man glaubt es nicht. Zu doof zum Schießen bin ich. Nun, wie gesagt, ich bin kein Ego-Shooter-Spieler. Jetzt? Also dieses Ding hat keine guten Dienste geleistet, ganz ehrlich. So. Dann schauen wir mal. Der hat es natürlich nicht geschafft. Ich hätte den noch im Zug lassen sollen. Oh je, da ist eine große Kavum. Und ich sehe auch schon warum. Da ist der große Panzer links und den kriege ich noch mit der großen Kavum kaputt. Raketenwerfer. Aber vorher mache ich das mit den Daten drumherum kaputt. So viel zum Thema großer Panzer. Jetzt sammeln wir nochmal die restlichen Raketen ein.
damit wir für den nächsten gewappnet sind. So. Nein, tatsächlich wollte ich da nicht einfach runterfallen. Ich wollte hier hinfunken. Okay, auch noch einsammeln. So. Und dann gucken, was in den Kisten ist. Erstmal den hier oben. Das hätte ich auch gleich machen können. So. Und dann schauen wir mal in den Wartungsschacht, Wartungszugang. Da haben wir wieder einen Generator, der ist scheinbar aus. Hier ist auch kein Schalter zum Anschalten. Selbstschussanlage. Das ist nicht weit genug. Nein, es hat gereicht. Sehr schön. Die Selbstschussanlage ist weg. So. Oh. Dann nehmen wir doch das hier. Das ist CO2, das nicht brennbar, aber unter hohem Druck ist. Hoffentlich hat der hohe Druck die Tür aufgesprengt. Nein. Ah. So ist das gemeint. Nette Idee. Ich hack die nicht in die Luft, sondern ich schieße sie da rein. Das macht eigentlich auch viel mehr Sinn bei dem High Pressure Non-Flammable. Flammable. Nicht entzündlich. Machen wir die Kisten kaputt und schauen dann, was uns hier erwartet. Mehr Soldaten. Wo schießt sich denn hin? Sieht gerade gar nicht. Also ich kann jederzeit zurückgehen und habe viele Heilungssachen, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt gehe ich nämlich auch zurück und hole mir erstmal die Heilung. Deswegen war ich jetzt da etwas wenig vorsichtig. Hier ist ja ganz, ganz viel. Ah. Bitte schön, einmal 100% wieder. Und dann können wir wieder zurück. Ach, Moment mal, hier ist ja sogar eine kleine Leiter. Denn wenn wir jetzt hier durchgehüpft sind, kommen wir nicht mehr zurück. So. Das waren schon alle. Na gut, wir spielen ja auf easy. Da haben wir auch nicht so viele Gegner, das ist offensichtlich. Wie man merkt, hier wird eigentlich vor ein gewisser Kampf vorbereitet. Hier ist einiges an Wiederaufladung.
keine Tür. Kann ich keine Wissenschaftler freilassen. Okay. Dann wollen wir doch mal speichern. Reingehen. Turntable Controls Bay 5 Door. Okay, dann drehen wir den nochmal um. So. Und jetzt gehe ich davon aus, wenn ich hier aufmache, dass dann Gegner kommen. Hallo, ich bin hier drin. Kann mich jemand hören? Ja, ich höre Sie. Ich würde gerade noch mal jetzt schauen mit dem Zug. Hallo, ich bin hier drin. Kann mich jemand hören? Okay, die Tür geht nicht auf. Hallo, ich bin hier drin. Kann mich jemand hören? Ich muss tatsächlich zunächst den Zug rausfahren. Dann fahren wir den Waggon erstmal ins Freie. Ist auch offensichtlich, denn jetzt ist er hier an dem. Jetzt kann er hier einfach raus. So. Wer sind Sie denn? Hey, wir haben den Bastard. Was ist der Status bei Freeman? Ja, ich bin Dr. Rosenberg. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich teilweise für das alles verantwortlich bin. Woher kennen Sie meinen Namen? Ach, ich verstehe. Armer Harold. Ja. Unser Plan war, zu einem der alten Prototyp-Labors zu gelangen. Es ging dabei um etwas, das nur wenige Leute in der Anlage wissen durften. Dieselbe Technologie, die für diese Katastrophe verantwortlich ist, könnte für uns jetzt die einzige Rettung sein. Wissen Sie, bei den Anfängen der Teleporter-Technologie, da war ich mit dabei. Das war lange bevor der Lambda-Komplex überhaupt gebaut worden war. Vielleicht liegt noch genug von der alten Ausrüstung dort herum, damit wir ein Gerät zusammenbauen können, mit dem wir uns aus der Anlage heraus teleportieren können. Auch wenn sich das für jemanden wie Sie ziemlich unglaublich anhört. Möglicherweise könnte ich Sie durch den Luftschacht in der Decke schieben. Wenn Sie Glück haben, könnten Sie die Soldaten vielleicht überrumpeln. Versuchen wir das hier mal. So viel zum Thema überrumpeln. Schönes zum Schießen geht immer an ganz bestimmte Stellen. Ich speichere, aber ich kann jederzeit wieder rein. Mit den Soldaten. Alles klar. Wir müssen in den Bereich zurück, in dem Sie Harold getroffen haben. Der Zugang zu den alten Labors sollte immer noch da sein. Aber wir werden ein paar der neueren Gebäude durchqueren müssen, um dorthin zu gelangen. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. So, ich gehe davon aus, dass ich ihn jetzt beschützen muss. Sprich, wenn der stirbt, habe ich das Spiel verloren. So, zurück dahin, wo ich herkam. Das wäre dann hier. Kommt
jetzt hier sicher nicht durch, ne? Da kommt, glaube ich, nicht mehr ich richtig durch. Nee. Okay. Dahin. Wo müssen wir lang? Vielleicht hier? Wie wäre es mit hier? Dann mal los. Wir haben keine Zeit für eine Pause. Wir müssen weiter. Ja, am besten warten Sie hier. Ich werde erstmal die Soldaten entsprechend bearbeiten. Das Konzept von warten ist Ihnen fremd, oder? Genau, bleiben Sie mal zurück. Gehen Sie vor, Kalun! Das hatte eben Durst gemacht. Ich musste mal einen Schluck trinken. Trinken. So ein grünes hinten dran, das ist oh, lecker. Okay, bis zum nächsten Gang können wir zusammen gehen. Ich bin direkt hinter Ihnen. Ich werde hier warten. Gönnen Sie sich eine Erfrischung. Ich werde erstmal weiter dafür sorgen, dass der Gang sicher ist. Okay, das war eine kurze Erfrischung. Lassen Sie uns zur nächsten Tür gehen. Stopp, Kalun! Sie müssen etwas langsamer gehen. Das war jetzt wahrscheinlich nur das, weil jetzt Gegner kommen. Wissenschaftler. Hallo? Er ist schon vorgelaufen. Nicht vorlaufen, das ist keine gute Idee. Sie sollten nicht einfach vorlaufen. Sie wissen nicht, wo irgendwelche Gegner sind. Ich bin schließlich hier für Ihre Sicherheit verantwortlich. Ich kann verstehen, dass Sie ungeduldig sind und so schnell wie möglich weiter wollen und hier weg wollen. Aber Sie sollten... Ja, hier ist es. Wir müssen hier durchbrechen, um zum Aufzug zu kommen. Etwa so? Wir hätten lieber den Landereaktor zur Flucht gewählt, aber die Leute dort wollen unbedingt gegen die Kreaturen kämpfen. Sie setzen alle Hoffnungen auf jemanden namens Freeman. Sollen diese Idioten doch versuchen, einen Kampf auszufechten, den sie nicht gewinnen können. Ich will hier nur rauskommen. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich sage jetzt... Nein, ich sage ganz zum Schluss, aber ich beende jetzt die Folge hier, denn die halbe Stunde ist schon wieder voll. Und das ist ein schöner Ort, um die Folge zu beenden. Und wir schauen nächste Woche mal, wo uns dieser Aufzug hinführt. Nicht wahr, Mr. Rosenberg? Nächste Woche werden wir dann entkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage jetzt Ciao, Miau.